Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibären, meiner neuesten neue Folge Stuck of Time mit mir, mit den Muttibären auf Blaustich.ae gegen einen Zerg-Spieler. Ja, Zerg. Unsere neueste Nemesis nach den Terranern. Terraner sind jetzt nicht mehr so schlimm, finde ich. Aber Zerg zurzeit, ja, knüppelig. Vor allem diese frühen Baneling-All-Ins. Aber wenn man weiß, was kommt und das scoutet und genug Sentries hat, vor allem genug Sentries hat, ist man eigentlich safe dagegen. Aber wir werden sehen, was unser Zeigspiel hier spielt. Wir nehmen auf jeden Fall eine Echse. Also, zuerst Standard, dann Echse. Also, 20er Echse. Ein Gas bei 17. Das läuft eigentlich alles normal. Oh! Oh, das ist aber ein bisschen spät für seine Echse. Seine Echse erwartet noch nichts. Ja, ich gehe mir nicht davon aus, dass uns mit einer Proxy-Hedge irgendwie ärgern wird. Also, sonst hätten wir schon eine Drohne irgendwie gesehen. Gucken wir, ob wir noch einen Pool ein bisschen hinein können. Ein Pool hat er wahrscheinlich jetzt schon. So, wir nehmen auf jeden Fall den Quinity-Kern. Und hier gleich noch ein Gas. Pool ist gleich fertig. So, Pylon dürfen wir nicht vergessen. Der hier sinnlos rumsteht, baut mir jetzt den Pylon. So, wir bauen gleich einen Adepten. Leider zu wenig, haben zu spät den Dings genommen, na, den Pylon. Eure Sonden werden angegriffen. Ja, Vierlinge, ist viel. Oh, ist gar nicht dicht. Man muss halt so dicht. Stalker. Ja, soll alles sehen, was wir spielen. Ayur wird erneut unser sein. Ich hätte aber gern gewusst, was er spielt, deswegen sollten wir gleich nochmal gucken gehen. Das ist meine Eins. Jetzt müssen wir Gates bauen. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Okay, auf jeden Fall kein Ling All-In. Also müssen wir in der Queen hochkommen, das ist gut für uns. Können wir die noch ein paar abstauben. Ja. Unser Denken gleicht sich. Vorwärts. Oh, ich habe ein paar Sachen verrafft. Aber ich spiele gerade für heute das Spiel wieder ein. Also ist alles noch okay. Jetzt kommen auf jeden Fall Roaches. Wir machen jetzt hier ordentlich Gate-Explosion. Muss man richtig baut. Die
Ich habe irgendwie einen Fehler gemacht mit unserer. Ich bin heute noch nicht ganz drin im Spiel. Also geht auf. Oder Hydras, Roaches, Hydras, irgendwas geht auf jeden Fall. Ein bisschen Ärger gegeben, hat nämlich keine Luftabwehr gehabt. Oh, schon richtig viel Schaden angerichtet. GG. Wow, schnelles Spiel. Da hat er keine Chance mehr gehabt. Da hat er zu viel verloren. Das war ja auch irgendwie sehr einfach gegen ihn. Er hat ja auch nichts gehabt. Absolut gar nichts. Haben wir wirklich erwischt mit allem, was ich hatte. So, wir hatten 7 Minuten Spiel. Ah, ich würde sagen, es reicht für heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.